Wir befinden uns hier im Semperdepot. Unter der Bauherrschaft des damaligen Stadterweiterungsfonds begannen 1872 die Architekten Karl Hasenauer und Gottfried Semper mit der Planung dieses prunkvollen Gebäudes. 1875 wurde dann der Bau fertiggestellt. Damals diente dieses Gebäude als Depot und Produktion von Bühnenbildern und Bühnenkulissen für die Bundestheater und die Oper. Dieses Gebäude hat eine Nutzfläche von 7500 Quadratmeter. Es hat drei Stockwerke, das heißt die Raumhöhen sind entsprechend groß und hoch, um die Akustik für die Lehre am besten in den Griff zu bekommen, hat man hier Raum-in-Raum-Lösungen geschaffen. Unter der Bauherrschaft der damals gegründeten Bundesimmobiliengesellschaft wurde dieses Gebäude dann renoviert. 1990 wurde es der damaligen Hochschule für Bildende Künste überantwortet. Seitdem nutzt die Akademie der Bildenden Künste dieses Gebäude für die Lehre als Atelierhaus und gleichzeitig vermietet es auch diese prunkvollen Veranstaltungsräumlichkeiten für private und öffentliche Interessenten.